Ins Dunkle. Hallo, Cabana, Junge. Er ist Mitglied der geschäftigen Belegschaft von Plunder Island. Bitte, du musst mir helfen. Sind Sie ein Mitglied dieses Clubs? Aber meine Verlobte wurde... Ist sie ein Mitglied dieses Clubs? Nein, aber sie wurde verflucht von einem bösen... Wenn sie kein Clubmitglied ist, kann ich Ihnen nicht helfen. Wenn Sie Fluchprobleme haben, wenn sie suchen Sie am besten die Voodoo-Mama auf. Die Voodoo-Mama, genau. Im Sumpf, ja, da wird mir der Sumpf schon richtig gegangen. Müssen wir wahrscheinlich links in den Sumpf rein, ins Dunkle. Nein. Hinstecken können wir den nicht. Speiseöl. Kann ich bitte etwas von deinem Öl haben? Dieses Öl ist ausschließlich für den Techniker der Frittierstation bestimmt. Aha. Es ist Kokos-Speiseöl. Interessant. Das ist nur für den Chefkoch. Ein Eiskübel. Es ist ein Eiskübel für eine Flasche Sprudelgrog. Meine Zunge könnte festkleben. Darauf falle ich nicht noch einmal rein. Noch einmal? Das will ich nicht herumtragen. Es ist kalt. Okay, dann halt nicht. Den Karren, können wir den einstecken? Nein. Ist groß für dich, oder was? Nein. Er ist voll mit schmutzigem Geschirr. Okay. Würstchengrill. Hühnerwürstchen, vollgestopft mit haltbar gemachten Schnäbeln und Kehllappen. Interessant. Nein. Manche sehen aus, als seien sie älter als ich. Ups. Ich glaube, die werden wir nicht mehr essen. Nein. Manche sehen aus, als seien sie älter als ich. Dann sollte man die vielleicht nicht essen. Nichts verschönert einen Tag am Strand mehr als eine großzügige, fettige, frittierte Mahlzeit. Das würde wehtun. Was? Wir reden mit der Fritteuse? Das würde wehtun. Ins Inventar stecken. Okay, Handtücher untersuchen. Erstmal anschauen. Mit schmutzigen Handtüchern. Können wir davon eins mitnehmen? Diese Handtücher sind nur für Mitglieder. Nö, 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 nö. Nein. Nicht mit den Handtüchern reden. Schade. Okay, ich würde mal sagen, ich mache eine kleine Pause. Eine kleine, kleine Pause. Und wir sehen uns gleich wieder. Geht's ja weiter in The Kings of Monkey Island. Bleibt da dran. Bin gleich wieder da. 10 Minuten Pause. Bis gleich. Ich habe das Startmenü gefunden. Ich habe das nicht das Startmenü, sondern ich habe das. Ich habe hier Speichermenü gefunden. Hier können wir speichern. Es öffnet sich mit F5. Was schlecht ist. Weil was ich auch auf F5 habe, ist der Pausenraum. Ja gut. Weil was ich auch auf. Interessant. Hier können wir speichern. Da habe ich schon einen Speicherstand angelegt. Da habe ich Klaus genannt. Geben Sie eine Beschreibung für den Speicherplatz ein. Da habe ich Klaus eingegeben. Okay. So, jetzt haben wir gespeichert. Sehr schön. Jetzt öffnen wir mit F5. Da wird jetzt immer erstmal in den Pausenraum geschickt. Ja, müssen wir erstmal zurechtkommen mit. Da können Sie nicht lang gehen. Das ist nur für Mitglieder. Der Weg ist versperrt. Ja, dann müssen wir hier erstmal zurück. Da wird uns hier wohl vorerst der Weg versperrt. Ich denke, wir können später irgendwann Mitglied werden, aber ja. Cabana, Copacabana ist von uns versperrt. Okay. Dann würde ich mal vorschlagen, gehen wir hier hin. Es ist ein langer Weg, aber er rennt. Rennen wir mal dorthin lang. Hinlang. Okay, ich denke, hier kommen wir zu Mama im Sumpf. Aha. Rinderschädel. Nein. Sagt er also. Reden geht nicht. Nein. Und mitnehmen geht auch nicht. Schiffswrack. Es sieht aus, als ob es von einem Taifun hierhin geschleudert worden ist. Nein. Nicht mitreden. Nein. In die Hosentasche stecken können wir uns auch nicht. Nur dann gehen wir mal hinein. Oh. Ins Schiffswrack. Skelettkopf. Ich bin der unbesiegbare dämonische Totenschädel. Ich überbringe dir eine Warnung aus den Abgründen der Hölle. Geh nicht weiter in den Sumpf.
Kehre um! Kehre um! Dunkelheit wird dich umhüllen! Okay, wir gehen natürlich weiter. Wie bist du denn bis da oben hinaufgekommen? Durch schiere Willenskraft. Ah ja. Ja. Na gut, es war ein Haufen dieser verrückten Voodoo-Kids. Sie haben mich an der Küste gefunden und hier aufgespießt. Und die ganze Zeit fanden sie das irrsinnig komisch. Soll ich dir runterhelfen? Hilfe? Von euch sterblichen Dummköpfen brauche ich keine Hilfe. Ich bin Mary, der allmächtige dämonische Totenschädel. Mary, okay, der aus. Ich wollte nur mal nachfragen. Der aus Wenders Monday. Ich verstehe mich nicht falsch. Der Polizist. Ich weiß das Angebot zu schätzen. Was machst du da oben? Ich stehe hier als ein Zeugnis. Stehe? Hänge hier als ein Zeugnis der Kraft der Mächte des Bösen, die eines Tages den Sieg über die gesamte Erde feiern werden. Mhm. Wie lange willst du das noch weitermachen? Solange es denn nötig ist. Muss ganz schön langweilig sein da oben. Niemals! Die Mächte der Dunkelheit sind niemals langweilig. Eines Tages werden wir beweisen, dass... Oh, wen versuche ich für dumm zu verkaufen? Mir ist todlangweilig. Das Gespräch wird mir lassen langweilig. Du wirkst unzufrieden. Ach was. Ich weiß nicht. Es ist nur so, dass nicht allzu viele Leute durch diesen Sumpf kommen. Was würdest du lieber machen? Ich muss mich unter die niederen Leute begeben und sie erschrecken und Schmerz und Unglück über sie bringen. Das denn lustig. Das würde dich glücklich machen? Ja, glücklich auf eine dunkle, dämonische Art. Weißt du etwas darüber, wie man Flüche aufhebt? Oh, richtig. Ich weiß viel über das. Wir unterhalten uns gerade mit einem Schädel. Deshalb bin ich ein körperloser, sprechender Schädel, der mitten in einem Sumpf auf einen Pfahl aufgespießt ist. Du scheinst verbittert zu sein. Tut mir leid. Es war ein harter Tag. Ich würde gerne bleiben und ein bisschen plaudern, aber ich muss gehen. Okay, wir gehen dort hinang. Und wir gehen hinein. So dunkel kann es ja dort nicht sein. Da brennt ja Licht. Oha. Schnappi, das kleine Krokodil. Das ist die Mutter von Schnappi wahrscheinlich. Krokodil mit einer ungewöhnlich langen Zunge. Es ist ausgestopft. Oh, Schreck. Das war ein Schalter. Wer bist du und wie konntest du einfach so erscheinen? Ich bin mit dem zweiten Gesicht gesegnet. Erfahren im Umgang mit den Kräften der Natur. Das zweite Gesicht. Zum Wohle aller, die durch meine Tür treten. Du bist Modeberaterin. Ja, aber das war nicht das, worauf ich mich bezogen habe. Ich bin eine Voodoo-Priesterin. Aha, alles klar. Du bist ein Herbsttyp, nebenbei bemerkt. Kenne ich dich nicht von irgendwoher? Wir kennen uns beide seit langer Zeit, Guybrush Threepwood. Du hast viel durchgemacht, daher ist es verständlich, dass du mich vergessen hast. Wir haben uns auf Mealy Island getroffen, als du das erste Mal versucht hast, Pirat zu werden. Warte eine Sekunde. Sind wir dabei, eine dieser Rückblenden-Geschichten zu machen? Die machen mich immer ganz krank. Nein, ich werde mich kurz fassen. Ich habe dir zweimal geholfen, den bösen Piraten LeChuck zu besiegen. Zuerst durch das Bereiten der Voodoo-Anti-Wurzel. Ich fange an, mich zu erinnern. Und dann noch einmal durch meine Hilfe bei der Anfertigung einer Voodoo-Puppe von seiner Zombie-Gestalt. Das stimmt. Ich erinnere mich nicht, weil es in einem Vorgängerteil vorkommt, den ich noch nicht gespielt habe. Du hast mir schon so oft geholfen und ich kenne nicht einmal deinen Namen. Ich bin unter vielen Namen auf vielen unterschiedlichen Inseln bekannt. Aber Namen sind nicht von Bedeutung. Du solltest das wie kein anderer wissen, Guybrush Threepwood. Ja, du hast recht. Hey, machst du dich über mich lustig? Daran würde ich nicht einmal im Traum denken.
Ja. Netter Laden. Gefällt mir, wie du ihn eingerichtet hast. Danke. Du musst es durcheinander entschuldigen. Die Kinder sind vorbeigekommen, um mit ihren Papier-Voodoo-Puppen zu spielen. Es sind so liebenswürdige Kinder. Möchtest du ein paar Bilder sehen? Nicht unbedingt. Vielleicht später. Ja, dafür ist jetzt nicht die Zeit. Ich fühle, dass etwas Schreckliches passiert ist. Hey, du bist gut. Etwas Schreckliches ist geschehen. Ich habe Elaine endlich einen Heiratsantrag gemacht. Gratulation. Das klingt nicht so schrecklich. Und als ich ihr den Verlobungsring auf den Finger steckte, wurde sie mit einem schrecklichen Piratenfluch belegt und für alle Ewigkeit in eine massive Goldstatue verwandelt. Ach, das erklärt alles. Ich wurde von einer Welle überwältigenden Hasses und Zornes getroffen. Ja, dieser LeChuck war ein ziemlich mieser Kerl. Ich sprach über Elaine. Es bleibt keine Zeit, um sich darüber Gedanken zu machen. Wir müssen uns beeilen. Keine Panik, Guybrush. Sie ist sicher, bis wir den Fluch brechen können. Du solltest dir nur Gedanken darüber machen, dass sie gestohlen werden kann. Wo hast du sie versteckt? 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 Du hast sie nicht versteckt? Sie steht sie am ist Strand. Eine massive Goldstatue auf einer Insel voller Piraten. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Nichts. Geh, Guybrush. Beeil dich, bevor du zu spät kommst. Dachte ich mir. Elaine! Ich muss sie zurückbekommen. Das ist mir so peinlich. Es sieht aus, als bräuchte ich noch ein wenig mehr Hilfe. Willkommen zurück. Jemand hat Elaine gestohlen. Das ist Pech. Es wird schwierig werden, sie zurückzubekommen. Weißt du, wer sie entführt hat? Nicht sicher. Aber ich verdächtige die schäbigen Piraten, die in der Gefahrenbucht ankern. Kannst du mir etwas geben, um den Fluch aufzuheben? Nein. Ja, LeChucks Fluch ist sehr mächtig. Genährt von seinem Ärger und der starken Frustration in Bezug auf das andere Geschlecht. Ich habe hier nichts, das einen so mächtigen Fluch aufheben könnte. Ich sehe aber eine Möglichkeit. Gar nichts. Toll, welche? Du musst den verfluchten Ring durch einen reinen von gleichem oder höherem Wert ersetzen. Eine gute Richtlinie ist das Gehalt von 2 Monaten. Aha, alles klar. Wo finde ich einen großen, unverfluchten Diamantring? Die Legende erzählt von einem mordsmäßig großen Diamantring auf Blood Island. Blood Island? Davon habe ich noch nie gehört. Mit dieser Insel wirst du bald sehr vertraut sein. Aber du musst vorsichtig sein, Guybrush. Ich habe vorhergesehen, dass deine Reise mit Gefahren und Täuschungen gespickt sein wird. Ich habe auch gesehen, dass Blood Island der Ort sein wird, an dem du stirbst. Ja. Stirbst? Hast du stirbst gesagt? Ich? Tot? Sei kein Weichei. Gibt es keinen weniger gefährlichen Weg? Nein. Der Wert des Ringes auf Blood Island rührt von seiner emotionalen Bedeutung her. Er repräsentiert eine reine wahre Liebe. Eine Macht, die größer als alles andere ist. Oh, das ist süß. Ich glaube, ich habe da etwas im Auge. Verspotte die Voodoo-Priesterin nicht. Das würde mir nie einfallen. Blood Island klingt gefährlich. Du musst mit mir kommen. Nein, kann ich nicht. Ich habe in den letzten 6 Jahren auf 3 verschiedenen Inseln gelebt. Ich möchte nicht mehr reisen. Außerdem ist dieses Wrack noch nicht abbezahlt. Tja. Aber wer wird dann die Ungereimtheiten im Drehbuch erklären? Du musst mitkommen. Du bist meine einzige Hoffnung. Nein, Guybrush. Es gibt noch eine andere. Wie komme ich nach Blood Island? Du brauchst 3 Dinge. Eine Karte nach Blood Island, denn die Reise ist lang und gefährlich. Ein seetüchtiges Schiff, um dich hinzubringen. Und eine erfahrene Mannschaft.
Karte, Schiff und Mannschaft. Alles klar. Nun, wie kann ich den Ring auf Blood Island finden? Alles, was ich sehen kann, ist eine lange und schmerzvolle Geschichte, die mit dem Ring verbunden ist. Und ich spüre eine große Trauer, die damit verbunden ist. Du wirst mehr erfahren, wenn du erst einmal die Insel gefunden hast. Blood Island, ich komme. Ja. Wer sagtest du entführte Elaine? Ich habe den Verdacht, dass das Werk der Piraten war, die in der Jefarenbucht ankern. Ach ja, die Jefarenbucht. Wo ist die Jefarenbucht? Es liegt auf der Westseite der Insel. Der Weg ist äußerst tückisch. Nur wenige Männer haben die Jefarenbucht gesehen und überlebt. Memmen. Wer sind diese Piraten? Ja. Wer kann das schon sagen? Fragen Sie mal. Aber die Leute sprechen von merkwürdigen, fast unmenschlichen Schreien, die von ihren Schiffen bis spät in die Nacht zu hören sind. Gruselig. Und ihr Kapitän ist ein grausames, wildes Biest. Der grimmigste Pirat, der jemals durch die Karibik gesegelt ist. Oh, Schreck. Das wird kompliziert, oder? Du hast ja keine Vorstellung davon. Wie bitte? Oh, ich sagte viel Glück. Nun, Sie werden es noch bereuen, ja, sich an meiner Freundin vergriffen zu haben. Jefarenbucht, hä? Du solltest vielleicht lieber im Wrack bleiben. Es könnte ungemütlich werden. Aha. Ja, das wissen wir. Wir müssen einen Diamantenring bekommen, der genauso oder mehr wert ist. Tja. Danke für deine Hilfe. Muss gehen. Ja, lassen wir es mal. Nadel. Ups. Was für eine Erleichterung. Okay. Ich wette, dass sie nicht funktioniert. Ich meine, es ist nur eine Voodoo-Puppe aus Papier. Interessant. Folterei. Oh, nein, es ist an meinem Kreuz. Nein, höher. Ein wenig höher. Genau. Da. Oh, perfekt. Sehr schön. Ballons. Ich kann einen Ballon nicht damit benutzen. Schade. Spielgeld nützt hier nicht viel. Die Comics vielleicht. Das ist nur zum Lesen gedacht. Die brauche ich nicht. Sie ist nur ein Spielzeug. Die brauche ich nicht. Sie ist nur ein Spielzeug. Mhm. Wie niedlich. Eine Voodoo-Puppe aus Papier. Spielzeugschere. Ich möchte diese bescheuerte kleine Schere nicht. Ach schade, ich dachte, wir können die Puppe zerschneiden. Kaugummiautomat. Ich bin kein Vandale. Ich bin ein Pirat. Aha, können wir nochmal... Mach, dass es aufhört! Interessant. Oh, Migräne! Alles klar. Ich möchte das mit diesem glühenden Stück Kohle nicht ansengen. Tja, na dann. Hinaus hier. Kommandant Lars spielt Company of Heroes. Aha, okay. Interessant. Okay, jetzt sind wir hier im Sumpf. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Zur Festung zurück vielleicht. Da bringt uns das hier irgendwie weiter. Vielleicht kommen wir hier
Wir müssen hier irgendwo... Wir müssen ein Schiff, einen Krater und eine Crew finden. Aber erstmal das wilde Hühnchen anfassen. Kennst du irgendwelche mitreißenden Piratengeschichten? Ich schätze nein. Besser nicht. Handabdrücke. Untersuchen. Sie sind noch warm. Schmeckt wie Sand. Das ist mein erster Hinweis. Na toll. Die Piraten der Jefarenbucht gehen auf ihren Händen? Verrückt. Jetzt haben wir also Sand gefressen. Okay. Diese Festung hat schon bessere Tage erlebt. Wie kommen wir jetzt zur Jefarenbucht? Das ist hier die alles umfassende Frage. Ich denke, hier ist die Jefarenbucht. Aber wie kommen wir da hin? Hier vielleicht irgendwie lang, aber... Tja. Ich habe keinen Plan. Okay. Hier waren wir schon. Wir könnten mal gucken, ob das die Tür jetzt offen ist. Ist sie wahrscheinlich nicht. Hat aber noch geschlossen. Es ist abgeschlossen. Auch die Tür. Oh, ist offen. Und wir haben einen Piratenmantel. Sieht zu groß für mich aus. Nein, es wäre ein netter Mantel ohne diese Schuppen. Blood Island Aufkleber. Hey, es ist ein Aufkleber von Blood Island. Da müssen wir hin. Blood Island ist für Bluter. Eine Mitteilung der Blood Island Tourismusbehörde. Vielleicht weiß der Besitzer dieses Koffers, wie man nach Blood Island kommt. Er wird keine Antwort geben. Zum Tragen ist er zu schwer. Okay. Noch irgendwas, was war? Eine falsche Krone. Nein. Ich brauche keine Requisiten. Brauche keine Requisiten. Keine falsche Krone zu mitnehmen. Hätte nichts dagegen. Nein, ich mag den natürlichen Look. Sie ist sehr modern. Nein. Nicht damit reden. Okay, Spiegel. Ich frage mich, ob es in diesem Stück eine Rolle für einen flotten, gaunerischen Piraten gibt. Hi. Nein. Okay. Ein Zauberhut. Er ist leer, oder nicht? Nein. Ich will die mystischen Kräfte des Huts nicht stören. Zauberstab. Schauen Sie, wie ich das verschwinden lasse. Ich habe meinen Zauberstab im Inventar. Nichts in meinem Ärmel. Presto. Hey, es hat geklappt. Da ist etwas drin. Ein Buch. Das können wir lesen, oder was? Es ist ein Buch über Bauchreden. Es ist an sich interessant zu lesen, aber ich sollte es an jemandem ausprobieren. Okay. Na dann. Schwertattrappe. Ich brauche keine Requisiten. Okay, da können wir lang. Auf die Bühne. Abtupfen oder nicht abtupfen? Nein, nein, das stimmt nicht. Komm schon, Schlappi, du musst... Es ist ein Schauspieler. Thespian. Ein Schauspieler. Ahoi! Kann ich bei deiner Show mitmachen? Lass mich offen sein. Du hast einfach nicht die Hände eines Speerträgers. Du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich das höre.
Was ist das für ein saumäßig dämliches Gefasel, das du da probst? Aber das ist das Meisterstück des Barden. Glaubst du wirklich, dass es so schlecht ist? War die große Cheops-Pyramide ursprünglich 157 Meter hoch? Oh, ich wusste, ich hätte das Material nicht ändern sollen. Wie habe ich nur meine unselige Feder nehmen und sie wie eine Nadel durch die unbefleckte Dichtung des Meisters stoßen können? Du hast Shakespeare umgeschrieben? Ich wurde dazu gezwungen. Nicht eine einzige Person kam zu meinen Aufführungen. Oh, diese dummen, rohen Piraten! Nicht Mann genug, Shakespeare umgeschrieben. Den Innern auseinanderzusetzen. Also schrieb ich die gesamten Bücher neu. Ich konzentrierte die Brillanz von Jahrzehnten auf eine 45-Minuten-Revue. Spear, ein Theatermädchen. Interessant. Warst du auf Blood Island? Aber natürlich. Blood Island war einst der Ort, an dem man als Künstler in der Karibik sein musste. Das waren noch Zeiten. Wir waren jung und wild. Wir setzten neue Maßstäbe für unsere Kunst. Oh, welche riskante, gewagte Darbietungen wir gegeben haben. Wir hatten keine Angst, die zähen, anspruchslosen Sinne unseres Publikums zu schockieren oder zu beleidigen. Oh, was habt ihr gespielt? Hauptsächlich Pippi Langstrumpf. Kannst du mir sagen, wie ich Blood Island finden kann? Schön. Mein Agent Placido Domingo kümmerte sich immer um die Reisearrangements. Er wüsste schon, wie man dorthin kommt. Irgendeine Ahnung, wo ich ihn finden kann? Er ist ein Mitglied des Brimstone Beach Club hier auf Plunder Island. Vielleicht erwischst du ihn da. Warum kannst du nicht zum Originaldrehbuch zurückkehren? Oh, die süße, süße, bittere Ironie des Ganzen. Nun, da du bestätigt hast, dass ich nicht wieder gutzumachenden Humbug produziert habe, habe ich mehr oder weniger die Garantie, einen finanziellen Erfolg vor mir zu haben. Warum finde ich das merkwürdigerweise ermutigend? Ich weiß auch nicht. Tja, also... Schauspielerei ist mein Leben. Lass mich bei deiner Show mitmachen. In einer Aufführung im Kindergarten habe ich einen Baum gegeben. Wir haben schon einen Baum. Oh. Bitte, kann ich bei deiner Show mitmachen? Tut mir leid, das ist eine Einmannshow. Hey, was bin ich? Gehackte Leber? Nein, keine Leber. Leber hat eine ansprechendere Bühnenpräsenz. Oh Mann. Was ich natürlich wirklich will, ist Regie führen. Wieso? Ich habe immer von meiner eigenen Produktion geträumt. Titus Andronicus auf dem Eis. Brillant. Kann ich dir bei den Proben zu diesem schrecklichen Stück zuschauen? Ich würde vorziehen, wenn nicht. Ich werde nervös, wenn ich beobachtet werde. Natürlich. Das ist als Schauspieler vom Vorteil, wenn man nervös ist, wenn man beobachtet wird. Ich bin ein gefährlicher Pirat. Wer bist du? Cromwell. Schlappi Cromwell. Es ist eigentlich nicht mein richtiger Name. Schlappi Cromwell. Mein Agent sagte mir, dass mein richtiger Name keine Star-Qualitäten hätte. Wie ist dein richtiger Name? Rex Glückspilz, Abenteuersucher. Aha. Bitte, lass mich dir beim Proben zuschauen. Ich würde vorziehen, wenn nicht. Und hör auf zu jammern. Wer sagtest du, weiß etwas von Blood Island? Mein Agent. Höchstwahrscheinlich ist er im Brimstone Beach Club. Aha. Fahre fort. Dann töte ich Cäsar, gefolgt von einem kleinen, weichen... Du musst ihn noch mal reden. Das ist einfach störend. Ich... Also, wie bist du in dieser Show gelandet? Ich bin eigentlich eher ein Statist. Aber was ich wirklich will, ist Schauspieler. Die Leute nehmen dich einfach nicht ernst, wenn du nur ein Statist bist. Wie überraschend. Ja, nicht wahr? Hals und Holzbeinbruch. Danke. Ein Pirat mit einem anderen Namen. Ich glaube nicht, dass er interessiert ist. Okay. Untersuchen Als können wir nächstes nicht. Brenne ich Theben nieder, unterwerfe seine Armee, zertrample seine Einwohner. Ich kann keinen Pappmaché-Grabstein gebrauchen. Ich denke, ich lasse ihn in Frieden ruhen. Und es ist Yoricks Grabstein aus Hamlet. Aha. Es ist ein Schauspieler. Thespian. Welch Dummköpfe diese Männer mit Moral doch sind. Wir hatten sogar bei Schulaufführungen bessere Bäume. Oh, ich werde... Nein. Nicht mit den Bäumen reden. Du bist zu groß zum Tragen.
Ein Schild. Requisitenbaum. Künstliche Bäume dieser Art wurden häufig von den frühen Siedlern für Theaterproduktionen benutzt. Ich hoffe, dass ich jemand... Nein. Nicht damit reden. Nein. Akt 4, Szene 8. Komm zu mir, Rosenkranz. Ich bin dein Vater. Alles klar. Ich bin dein Vater. Ja.